Mark VDS-Pilot Alex Marquez ging als einer der großen Favoriten in die Moto2-Saison 2018. Nach einer starken Saison 2017, in der er 3 Siege feiern konnte, sollte 2018 der Titel folgen, um den Weg in die MotoGP zu ebnen. Doch die Saison verlief für den Jüngeren der Marquez-Brüder enttäuschend. Der 22-Jährige gewann kein Rennen, holte 2 zweite und 4 dritte Plätze. In der zweiten Saisonhälfte stand Marquez nur einmal auf dem Podium. Die Formkurve des Spaniers zeigte im Herbst nach unten. Erst bei den beiden finalen Rennwochenenden gab es wieder Erfolgserlebnisse. Bruder Marc Marquez macht sich dennoch keine großen Sorgen um seinen 3 Jahre jüngeren Bruder. Der MotoGP-Champion ist überzeugt, dass bei Alex das Tempo vorhanden ist, um an der Spitze mitzumischen. Lediglich die Fehlerquote war 2018 zu hoch. Alex Marquez fährt weiter für das Mark VDS-Team. Er hatte in dieser Saison zu kämpfen und stürzte einige Male. Er war aber stets schnell, das ist am wichtigsten, betont Marc Marquez. Ich versuche, ihm Ratschläge zu geben und sage ihm, dass es schwieriger zu lernen ist, schnell zu sein, als weniger zu stürzen und weicher zu fahren. Das ist meine Einstellung. Man kann es lernen, sanfter und sicherer zu fahren. Aber man kann es nicht lernen, schneller zu fahren. Und er fährt mittlerweile richtig schnell, so der erfolgreiche Bruder. In der neuen Saison startet Alex Marquez erneut für das Mark VDS-Team. Es wird seine 5. Saison in der mittleren Kategorie. Mit Javi Fiege bekommt er einen neuen Teamkollegen.